und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu Decknode zu einem neuen Part. Pokémon Mystery Dungeon Rattateam DX auf der Flucht mit Modi und mit Zwergi. Jo, so sieht's aus. Ach, da können wir gar nicht lang. Schade. Na dann, auf geht's. Weiter voran. Hey Zwergi, bist du soweit? Ja, los geht's. Wir starten weiter in die Höhle. In welche Richtung sollen wir gehen? Harpeshöhle zum Felswart. Ja, zum Felswart. Gut, dann mal los. Können wir es uns aussuchen. Sehr gut. In der letzten Folge haben wir schon uns in der Harpeshöhle versucht. Sind auf U1 gescheitert. Na dann, hoffen wir, dass heute auf dem Felswart ein bisschen besser wird. Oh je. Sieht ja gerade auch nicht so spitze aus. Sind ja hier scheinbar spitzenmäßig Pokémon. Sind gar nicht zu verachten. Müssen wir vorsichtig sein. Ich würde es gern ein bisschen weiter schaffen. Bis auf Ebene 1. Das ist nur ein Nidorino. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Na komm. Als du ich. Es wird doch wohl nötig, möglich sein. Molly ist noch fast gar nicht verletzt. Ich im Gegensatz dazu schon. Oh ja, das wird ein bisschen spannend. Oh, eine Sinnebeere, das ist gut. Das ist praktisch. Die kann man gebrauchen. Ein bisschen Geld schadet auch nicht. Für später, falls wir mal die Flucht übernehmen sollten. Jetzt sind wir erstmal auf der Flucht. Ein Gengar hat böse Sachen bei uns erzählt, die teilweise stimmen, teilweise aber auch nicht. Der alte Denunziant. Und ja. Jetzt sind wir erstmal auf der Flucht und müssen erstmal vorankommen. Bevor wir das Geld einzahlen können, müssen wir erstmal, bevor wir das Geld ausgeben können, müssen wir erstmal vorankommen. Linkbox. Das ist nicht schlecht. Jetzt zu was kriegen wir vielleicht schon vorher besiegt. Nein, kriegen wir nicht. Hätte sein können. Levelaufstieg. Ja, das haben wir allerdings notwendig. Level 18. Ja, was? Nee, nicht essen. Noch ist keiner so verletzt, dass es bräuchte. Modi, wo bist du? Wo bleibst du? Kommst du her? Ich brauche dich beim Kämpfen. Alleine wird das ein bisschen schwierig. Ist schon schlimm genug, dass wir unser Team nicht mitnehmen konnten. Die anderen Teamkameraden. Oha, Sackgasse. Na komm, das Nidorino, das kriege ich hin. Na komm. Attacke. Sehr gut. Sind aber sehr geschwächt. Ist jetzt ein bisschen auf Heilung. Na komm. So. Modif, na komm. Heilung für dich. Oh Mann, ich bin auch gleich im Eimer. Wir haben nicht so viele Sinnebären mehr. So, hier runter. So ein bisschen geheilt. Hier entlang, würde ich sagen. Und dann nochmal hier entlang. U3, ich komme. U3 erst. Das wird ein bisschen größer sein. Ich gehe mal davon aus, dass das mindestens 10 Untergeschosse hat. Mindestens 10 Ebenen, wenn nicht sogar mehr. Ich vermute sogar mehr. Davon ist zu rechnen. Damit ist zu rechnen, davon ist auszugehen. Gut. Mordi ist vergiftet. Das ist nicht gut. Linkbox, was wir damit wohl machen können. Wir werden auch vielleicht noch rausfinden. Vielleicht. Nein! Ich habe Mordi verletzt. Wie kann das? Flieh. Na komm, Modi. Du kannst noch angreifen. Ich jetzt auch wieder. Sehr gut. Das war eine gute Taktik, mich zurückzuziehen. Oh wei. Modi, halte aus.
Hier drüber bringt dir nichts. Auwei. Aushalten, Modi. Nicht an Gift sterben. Oh, das sind Gegner. Na komm, rein hier. Flieht ihr Narren. Na komm. Weitergehen. Felswart U4. Ja, die Abenteuer sind jetzt nicht ohne. Eine Sinnebeere. Oh, was? Schon geschafft? U5. Zwecki hat den Dungeon Felsfahrt mit Bravour bemeistert. Gemeistert. Was? Was zum? Sind wir nicht hier von hier aufgebrochen? Oh, der Vater hat uns wohl im Kreis herumgeführt. Ich denke, wenn wir von hier weg wollen, müssen wir durch die Napashöhle. Zwecki versuchen wir es unser Bestes. Oh Mann, völlig umsonst. Aber sonst nicht, wir haben ein paar Items bekommen. Na gut, Napashöhle. Verschwenden wir nicht mehr viel Zeit. Oh je. Na komm. Voran mit uns. Ja, die Lapis-Höhle hat schon ein bisschen mehr drauf. Ja, hier werden wir schon umringelt. Umziert. Na komm. Modi, du schaffst das. Vertraue auf dir. Da ist die Tür. Ja, schön. Ein kleines Labyrinth. Na komm, halt's durch. Na komm, Attacke. Sehr gut. Da kommen schon die nächsten. Bitte alle hinten anstellen. Eine Sinnebeere haben wir, glaube ich, noch. Oh, Kacke. Die habe ich jetzt dringend nötig. Na komm, Modi. Hilf mir doch. Modif, herkommen. Kämpfen. Ich bin verwirrt. Ach du Scheiße. Immer noch in U1. Ich wollte es mal anmerken. Ich bin verwirrt. Ach Scheiße. Wie soll denn das was werden? Nee, kein Auftrag. Nein, 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 nein. Keine Hilfe anfordern. Was mache ich denn hier? Weiterspielen, wo ging's? Lass alle Hoffnung verharren. Hoffnung auf Rettung aufgeben. So, ja. Meine Fresse. Mal sehen, wie viele Versuche das noch brauchen wird. Wir haben natürlich alle Items wieder verloren. Hast alle Items und alles Geld verloren. Ja, komm, quatsch nicht lange rum. Weiter geht's. Irgendwann werden wir es schaffen, auch wenn es 50 Parts noch braucht. Wir geben niemals auf. Ja, ich bin bereit. Ach, meine Fresse. Ja, ich bin bereit. Los geht's. Die Napeshöhle natürlich. Vielleicht schaffen wir es jetzt bis über U1 hinaus. Es ist ja hier peinlich. Keine Items, ist klar. Es ist ja hier. Na komm. Wenigstens mal in U2 kommen, das wäre doch schon mal ein Erfolg. Und Modi ist schon vergiftet, das gibt's doch nicht, das ist doch hier, das ist klar. Das sind doch hier keine Zustände. Das ist doch hier nicht. Meine Fresse. So, U2. Yay. U3, ich glaub's nicht. Wir kommen aber ziemlich weit. Ungewöhnlich weit. Für meine Verhältnisse. Dafür, dass jetzt schon wieder auf. Oh, dafür, dass Molly jetzt schon wieder verwirrt ist und ich hier auf eine Falle getreten bin. Es ist hier. Skill ist auch irgendwie eine Sache, an der es mir massiv mangelt. Aber gut. U4 sind wir jetzt schon. Ich habe Luck, kein Skill. Muss mal sozusagen. Lockduft, ja. Nee, was sonst. Meine Fresse, wir werden alle sterben.
Mordi wird sterben. Wir haben keine Heilungs-Items. Halt's durch, Mordi. Da kommt der Nächste. Von allen Seiten hier angegriffen. Na komm, halt durch. Halt durch. Verdammt. Bin ich jetzt hier alleine unterwegs? Das kann ja was werden. Gleich bin ich nicht mehr alleine unterwegs. Oh, scheiße. Flieh, du Narr. Hier ist die Treppe. U5. Die nächste Treppe. U6. Nicht. Scheiße. Das sind von beiden Seiten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Stirb. Sehr nice. Na komm. Concentration. Verdammt, wo ist die Treppe? Wo ist die scheiß Treppe? Das ist eine Sinnebeere. Kann ich aber gebrauchen. TMs. Na, sehr groß. Gigastoß. Das reimt sich doch. Oh nein. Eine Falle. Zwei, du lässt es durch. Nicht. Auf U6. Auf U6. Es ist zum Heulen. Die TM habe ich auch verloren. Ach, komm schon. Na komm, das geht doch besser. Wir sind schon vorangekommen. Ach, jetzt verklick dich doch nicht. Los geht's. Ohne Items und ohne Geld und ohne alles. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. So, jetzt komm. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch mit dazu, dass man rechtzeitig die Treppen findet. Der Kerl ist wieder verwirrt. Ah, bin ich auf mich selbst gestellt hier. Mordorf ist hier keine Hilfe. Na kommt, Leute. U1, das ist doch hier keine Sache, das ist doch... U1 dürfte doch hier keine Ursache sein. Mordi ist abhanden gekommen. Da ist er wieder. Wo ist die verdammte Treppe? Ich will hier raus. Oh nein, Mordi, halt durch. Wir haben keine Items. Ach, Dreck. Ja, kein Wunder, mit einem Team auf Amateurrang hier durch die schweren Dungeons ist jetzt, ja, wir hätten vielleicht zwischendurch noch ein paar Tage machen müssen, denen wir Aufträge annehmen, die, ja, einfach 0815 Aufträge, die uns irgendwie weiterhelfen. Das Level zumindest mal steigern, irgendwie auf Bronze-Rang kommen oder, ja... Der Kampf gegen Zapdos, der hat es eigentlich schon ganz gut gezeigt. Und da haben wir schon, den haben wir eigentlich nur bestanden, weil wir Glück hatten, weil wir ziemlich viele Teammitglieder in den Höhlen gefunden haben. Oh, ich bin schon wieder geliefert. Das ist doch hier. Ich bin sowas von tot. Ach, Dreier. Auf einmal. Gute Nacht. Ich glaub's nicht. Meine Fresse. Das kann ja nicht wahr sein. First try hier, wie es aussieht. Na komm. Ich will doch heute mal wenigstens etwas schaffen. Los geht's.
Lapis-Höhle. Jetzt. Ich wusste, dass das so ein Part wird, aber dass das jetzt so eine Ausmaß annimmt, das habe ich mir nicht erhofft. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja gut. Das macht dann auch für mich keinen Bock. Ich hoffe, euch hat es noch nicht ganz abgeschreckt. Ich gebe ja mein Bestes, aber mein Bestes reicht halt manchmal nicht aus. Das ist halt hier. Ach, da bin ich auch schon von der anderen Seite. Das Dungeon will mich doch ganz heftig verarschen, oder? Das ist doch hier. Ach Mensch, Molchnerbohn. U1, wir sind auf U1. U1. Es ist doch hier ein Witz. Ich nehme das hier am 1. April auf, also. Ja, es ist, ja, ist mein April-Scherz für heute. Es ist irgendwie, es ist dieses, das Spiel macht einen April-Scherz mit mir. Es ist, ja, das wird sein. So schwer kann dieses Dungeon doch nicht sein. Es ist doch hier nicht, ist doch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier so oft, so schnell verkacke. So ab auf U2. Einen Funken-Skill habe ich doch auch. Ich meine, wenig, aber ach du Scheiße, jetzt hier schon wieder. Wie asozial ist das denn, von beiden Seiten belagert zu werden? Das ist doch... Das kann doch nicht sein. Verfehlt, ja. Das wird jetzt ein unkommentiertes Let's Play, das ist jetzt hier. Ah, Schmerz. Levelaufstieg ist ja mal nötig. Es tut doch weh. Es tut euch doch bestimmt auch weh beim Zuschauen. Es ist so, ihr müsst heute mal mit mir leiden. Das ist heute, ja, mitgehangen, mitgefangen und schon wieder verwirrt. Das ist doch, das kann doch hier nicht, das ist... Oh Mann, Rage Game hier. Hilfe, Mami. Ich will nach Hause. Ich habe gewusst, dass die Flucht schwierig wird, aber das ist, wir hier schon am Anfang verkacken. Wir hatten noch keinen Bossfight, wir hatten noch keinen. Die schweren Sachen, die kommen noch. Es ist jetzt hier wirklich nur der Einstieg. Im Abenteuer. Los, Modi, kämpf für mich. Das verdammte Zubat besiegt. So, U2. Ich komme auch irgendwann mal ins Ziel. Irgendwann. In 4-5 Parts. Heute wird das wahrscheinlich nichts mehr. U3. Okay, weiter als die letzten Runden zuvor. Gut, der Modi hat tapfer gekämpft. Meine Fresse, hier sind auch so viele hier. In diesen Dungeons. So viele Feinde hier.
Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das kann auch fast nicht die Möglichkeit sein. Ein Lapis-Höhle auf hier. Und gleich steht da einer. Verfehlt, ja. Es ist, wie kann hier eine Attacke überhaupt verfehlen? Das ist doch. Das kann. Das darf uns eigentlich hier gar nicht passieren. Ja, ist gut da oben. Es wird hier offen. Jetzt wird hier eine Etage über mir getrampelt. Ja. Zu Corona-Zeiten. Kind den ganzen Tag zu Hause und dann. Ich weiß. Und Abend nicht ausgelastet und dann trampelt's hier. Ich bin ja auch nicht ausgelastet. Meinen Nachbarn geht's genauso scheiße. Das ist mein Geschrei an. Es ist. Ja. Sorry. Ich habe halt noch kein eigenes Haus. Ich wohne hier in einer Mietwohnung. Es ist. Bin Azubi. Ich wohne nicht mehr bei den Eltern, wohne in einer Mietwohnung. Es ist, ja. Das ist das, was man im Kauf nehmen muss. Modi, kämpf du doch mal. Ich bin am Ende. Modi auch gleich. Hier, vielleicht kommen wir jetzt mal weiter. Eine stille Hoffnung habe ich noch. Eine ganz stille, leise Hoffnung. Die schläft. Nicht angreifen, Mordi. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Weitergehen. Einfach weitergehen. Einfach in Ruhe lassen. Sehr gut. Da ist die Treppe. U5. Da ist die nächste Treppe. Aushalten. Mordi, hältst du stand? Ich renne. Ich renne zur Treppe. Halte durch. Und weiter. Sehr gut, U6. Wo ist die Treppe zu U7? Komm du her. Ich mach dich alle. Sehr nice. Bevor er uns nähern konnte. So, U7, ich komme. Weiter als je zuvor. Das hat wahrscheinlich U10 und so. Das ist halt nicht so fair, dass wir schon U6 und U7 aufhören können. Das ist schon ein bisschen länger. Was machen die ganzen Feinde hier? Im Feindsgebiet. Es tümmelt sich. Ja, das ist es, wo man hinschaut. Wir haben einen Belebersamen, das ist ja auch selten. Das kommt ja hier auch gar nicht so häufig vor. Ein Stein hast aufgesammelt, Mordi, ich bin stolz auf dich. Das würde uns sicherlich helfen. Na komm, halt's durch. Verfehlt, Achtung. Meine Fresse. Halt's durch, Mordi. Jetzt spiel ich den Mordi. U8. Wie lange geht das hier noch? Ich halte nicht lange durch. Haben wir eine Sinnebeere? Haben wir nicht. Linkbox ist Attacke wieder gegen Erdern. Okay. Scheiße. Jetzt kommen sie alle. Halt durch. Wir sind schon so weit. Das darf jetzt nicht schief gehen. Das geht schief. Da braten wir doch einen Storch. Das ist doch hier nicht. Nur 8. Das hat wahrscheinlich 10. Ich schick den Auftrag jetzt einfach mal an wen. Vielleicht kann der, ich hab da schon wen, der mir vielleicht helfen kann. Versuchen wir das mal aufscreen. Ich hab jetzt genug. Ist mir jetzt scheißegal, wie lang der Part ist. Irgendwas kriege ich da schon hin. Dömm ich nach oben. Sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder.
Haut rein. Ciao, ciao. Das reicht mir jetzt. Ich gebe jetzt auf. Es ist ein Rage Quit. Bis dann und ciao, ciao. Thank you.